So, und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, zu einer neuen Folge von Cities Skylines. Hier bei mir auf dem Kanal. Danke schön fürs Einschalten erstmal. Und wir haben hier leider gerade ein kleines Wärmeproblem, da wir bislang uns noch nicht so wirklich um Feuerwehren gekümmert haben hier unten in dem Gebiet. Doch, da unten hatten wir noch eine. Das brachte aber anscheinend nicht allzu viel. Aber doch, hier unten stehen sogar schon welche. Och, die Schweinefarm. Die Schweineverarbeitungsanlage oder keine Ahnung, was das sein sollte. Haben wir die hier noch? Ice Cube Factory mit einem Schwein drin? Steht doch irgendwas mit Meeting oder. Oder mit Meat. Genau, das ist okay. Hier unten fahren auch die Fahrzeuge ordentlich. Naja, die Schiffe blenden wir jetzt mal aus der Sicht. Die fahren immer noch nicht so astrein, wie sie sollten damals. So. Jetzt machen wir hier drüben nochmal die Querverbindung rein. Ziehen das hier runter. Ziehen jetzt hier diesen Klotz hoch. Tack. Haben wir jetzt hier erstmal die konstante Wasserverbindung weitergebaut. Ist ja auch erstmal was Schönes. Und wir haben wieder fast gleich ausgewogenen Bedarf an allem. Das ist sehr schön. Alter Schwede, der Zug passt aber auch gerade so hier rein, ne? So hatte ich das Gefühl eben. Das passt. Eigentlich müssten wir die Polizeistation verschieben und die Brücke hier links lang kriegen. Aber das sieht eigentlich gerade so besser aus, ne? Ah, hier schon wieder so ein Mammutzug. Ach, diesmal fährt er hier in den Hafen. Wie viel hat denn der geladen? 20%. West Valley kommt der her. Okay. War nicht schlecht, ne? Muss man ja mal so beurteilen, als wenn das halt normal wäre. Genau, wir brauchen wieder Einwohner. Okay, wo hatten wir aufgehört? Wir hatten hier oben aufgehört, ne? Oh. Hehe. Wieso habe ich das eigentlich nicht in der letzten Folge noch weiter berücksichtigt, das Wasser hier mit auszubauen? Irgendwas muss gewesen sein, dass ich mal nicht dran gedacht habe. Aber jetzt sollte es ja auch wieder gehen. Voll die Bunker, Alter. Das erinnert hier irgendwie so an Plattenbau alles. Ja, so halb bis auf so zwei, dreimal zwischen. Ja. Ist ja eigentlich so eher so Bunkerbau gefühlt. Aber man muss sagen, wir bauen jetzt hier gerade unser Gebiet ordentlich aus, ne? Vor allem seit irgendwie so den letzten paar Folgen steigen wir hier rasant halt an mit dem Ausbau von der Stadt. Dann halt so bewohnermäßig kommt halt einiges dazu. Da so ein bisschen immer wieder, hier so ein bisschen. Also man erkennt doch schon so kleine Fortschritte. Vor allem bei uns halt hier so über die kompletten Bauszenen und sowas. Das war halt der Schritt für Schritt fortschreiten. Und guckt euch das mal an, wie gut das jetzt hier aussieht. Auch mit diesem Grün hier drin. Für die Autobahn. Das ist einfach nur mega angenehm. Schaltet die Ampel auch irgendwann auf Rot? Sobald ein Auto kommt. Okay. Auch nicht schlecht. Muss man sagen. Alter, wir haben immer noch Bedarf an Einwohnern. Wir haben doch erst so ein Riesengebiet gebaut, wo halt die Leute einziehen durften. Oh. Warten wir denn hier die letzte Feuerwehr? Ach, da unten. Hier oben fahren sie aber nicht hin, oder wie? Wie hundsgemein, Alter. Setzen wir die einfach hier zwischen, dann können sie halt auch die Gebiete etwas weiträumiger ausbauen, anfahren. Man sieht es ja, man hat ja.
Feuerwehr da. Dann hat er hier dieses komplette Gebiet hier abgeschlossen mit. Genau. Ist auch schon nicht schlecht, wenn man hier einfach mal das so hat. Okay, wir bauen noch mal ein paar Einwohner. Ist halt auch nicht das Ding, ne? Das machen wir, glaube ich, nur noch bis hier. Die große, dicke Straße. Dann bauen wir hier einfach noch den Bahnhof dran. Den ich in der letzten Folge gemeint habe, nach dem Motto. Hier muss noch irgendwas Besonderes hin. Von Bahnverbindungen zum Beispiel direkt ins Industriegebiet. Das hat er halt auch die Möglichkeit haben, irgendwie dem Ganzen Herr zu werden. Das war der Unterirdische, ne? Ja. Das war der unterirdische Bahnhof. So, jetzt ziehen wir den hier nochmal so 2-3 Meter raus. Gehen dann hier rüber. So. Jetzt haben wir die Strecke, wo genau? Genau bei 9 Metern. So, erstmal auf 12. Dann kann man das nämlich einfach hier fortfahren lassen. Und dann haben wir da drüben die... Das heißt, hier machen wir dann nochmal irgendwie einen Bahnhof oder sowas rein. Oder wir gehen halt direkt von hier aus hoch. Das kann man natürlich auch machen. Okay, vielleicht da nicht so unbedingt die perfekte Situation gleich gewesen. Da so hoch zu gehen. Kann man jetzt aber zum Beispiel noch mal gucken, ob man hier noch mal einen Hochbahnhof findet oder sowas. Der New Yorker ist blöd. Wie zum Beispiel einfach den hier. Und dann kann man ja hier drüber noch mal die ganzen Sachen weiter verbinden. Nach dem Motto, hier fehlt noch was, kannst du mal gucken und sowas. Okay, dann machen wir das so und dann lassen wir jetzt von hier einfach die Bahn hier rüber. So. Genau, dann haben wir hier jetzt die Möglichkeit zu sagen, hallo. Hey, da. Möchte ich diese Bahnhöfe anschließen? So. Ist, glaube ich, auch der erste unterirdische Bahnhof, den wir hier so richtig haben, ne? Weil vorher hatten wir nie so wirklich einen unterirdischen Bahnhof, den man hier angeschlossen hat. Oder überhaupt gesehen haben. Was ist denn das hier für einer? Ach, hier fährt der Seehass rein. Okay. Das ist cool, mit dem Seehass hier durch. Genau, hier wird der Seehass weiter. Wo ist der andere eigentlich? Sollten noch zwei Züge fahren, ne? Ach, da unten fährt der andere. Was ist das hier für einer? Das ist eine Tram, wo der hintere Teil fehlt. Frankfurt. Frankfurt. Replace the last vehicle with the engine. Yeah. Machen wir das einfach. Genau, dann fährt der hier jetzt. Eigentlich müssten wir hier jetzt auch die zweite Lokomotive auswählen dafür. Das heißt zum Beispiel, wir schmeißen den da oben raus und setzen dann hier einfach nochmal ein Flirt SLB rein. SSB. SBB, so Menschenskinder, ich hab's heute. Flirt.
Haben wir den als einer der ersten mit eingesetzt? Da ist er. Head Vehicle, dann haben wir jetzt mal mit dieselben fahren. Ist halt auch nicht so schlecht, ne? Ist halt was anderes. Und somit kann man halt auch sagen, okay, machen wir das halt so. Dann muss das halt damit laufen. Und was wir jetzt hiermit auch noch machen können, wäre zum Beispiel dann einfach hier aus die Öffis rauszuschneiden, dass man zum Beispiel hier sagt, okay, hier fährt jetzt wieder ein Bus lang. Vielleicht könnte man das so machen, ne? So, da lang. Machen wir da noch eine und da die. Machen wir da einfach ein paar Busse mehr drauf. Wählen dann halt hier nochmal die Linie aus und machen dann hier auch 4 raus. Irgendwie sieht dieser Bahnhof nicht schlecht aus. Also mir gefällt er so optisch. Das ist echt was Schönes geworden, dieser Bahnhof. Natürlich, ich habe ihn nicht gebaut, muss man dazu sagen. Den könnt ihr euch wieder im Workshop runterladen. Und zu der Frage, ob ich meine, ob ich eine Liste machen würde für die Workshop-Objekte, die ich hier drin habe. Weil die Frage kam jetzt in der letzten Zeit öfters auf. Wieso machst du denn keine Liste mit den Workshop-Objekten, die du hier drin hast, Daniel? Weil es einfach zu viele sind. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe so um die 300, 400, 500 Objekte drin, ne? Wenn man alles wirklich mitrechnet aus dem Workshop. Und das versucht mal bitte bei euch normal einzufügen und zu sehen, okay, das reicht oder es reicht jetzt nicht, ne? Das ist schon heftig. Heftig ist auch, dass wir hier dieses halbe Gebiet innerhalb von ein paar Folgen entstehen lassen haben. Schon mega krass. Und immer noch Nachfrage für Gewerbe, für Industriegebiet ist. Jo, wir können ja hier, da wir jetzt eine Art Wirtschaftskrise haben, können wir ja so kleine Gebiete ausschlachten und die einfach durch Wohngebiete ersetzen. Ihr seht es ja, dass hier teils in den Gewerbezonen, ja, Sachen wegfallen. Das heißt einfach nur, dass wir das hier durchersetzen, dass wir hier einfach Wohngebiete dran klatschen und dann hier zum Beispiel dasselbe machen. Dass halt das Stadtbild nicht vollkommen zerstört wird, weil halt gerade irgendwie eine Krise oder sowas ist. Das heißt auch, wir können hier einfach manche Gebäude stehen lassen oder manche Gebiete stehen lassen, dass das halt einfach passt. Oh, Abandoned Building. Cool. Also eigentlich uncool, weil da nicht genügend Leute da waren zum Kaufen zum Beispiel. Oder da... Ach, für was weiß wer sonst, ne? Also für... Also nicht genug Kunden da, sagen wir es so. So, dann machen wir das doch hier weiter. Mit der Industrie haben wir ja noch genügend Bedarf. Haben wir ja eben gesehen oder sehen wir ja immer noch. So. Genau, dann kann man jetzt ja hier zum Beispiel, sobald der Zug durch ist, kann man ja hier nochmal die Strecke auf den aktuellen Stand bringen, das heißt ohne diese komischen Hügel hier drin, die ja echt bescheuert sind. Dass man dann hier zum Beispiel einfach sagt, Junge, schau es dir an, wir machen das so, fahren dann hier hoch und machen das dann so. Dann haben wir hier hinten erstmal diese Kurve richtig, natürlich müssen wir hier diesen Anschluss und diese Brücke nochmal neu machen. Und wir sehen, dass diese Autobahn geflutet wurde. Aber nicht durch mich. Aber nicht durch mich. Und das Uncoole ist, hier fahren keine Autos mehr lang. Das ist eigentlich eher der Part, der mir Sorgen macht. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir hätten jetzt kein Recht in diesem Gebiet irgendwas zu bauen, ne? Wie schlimm das aussehen würde, wenn hier wirklich dann nichts mehr fahren würde. Momentan können wir das ja so vermeiden, indem wir hier einfach zum Beispiel...
die Kurven neu bauen oder dann halt die einzelnen Sachen besser anpassen, die der Modder falsch gemacht hat. Oder der Map-Ersteller, besser gesagt. Dass man halt hier irgendwelche Kurven fährt, die dem Abhilfe schaffen sollen. Ja, dann haben wir das jetzt erstmal soweit. Das ist ja mindestens auch mal cool, dass man hier so eine natürliche Seebildung hat. Weil sowas sieht man ja auch nicht oft, dass sich hier einfach mal so ein See bildet. Vor allem in den Gebieten, wo wir halt gucken, sieht man das ja nicht oft. Hier zum Beispiel. Also das ist komplett künstlich angelegt. Natürlich angelegt worden, weil einfach zu viel Wasser geflossen ist oder sonst was. So. Da kann man hier jetzt weiter gucken und dann sollte man sehen, dass das alles läuft. Genau, hier kommen dann auch die Züge. Das sieht auch mal cool aus, die Lok. Das ist eine 185. Höchstwahrscheinlich. Sieht nicht schlecht aus. So. Das sieht mega cool aus, auch hier mit diesen halb abgestorbenen Bäumen, weil die halt keinen, also weil die im Wasser steht, ne? Sieht schon witzig aus. Natürlich hier nicht alles abgestorben. Das Wasser fließt ja immer noch nach. Steigt das hier auch noch an? Nee, oder? Steigt das hier an? Wenn ja, wäre das nämlich ziemlich blöd, wenn das hier ansteigen würde. Das hält sich so in der Wiege gerade. Aber es drückt sich hier ganz schön viel Wasser ein, muss man sagen. Also wenn man das so nachverfolgt. Sieht man eigentlich, dass das Wasser hier ganz schön ansteigt. Natürlich ist es jetzt hier verlorenes Bauland so gesehen. Bei Gott sei Dank sind wir eh noch nicht so weit gewesen, dass wir da hinten jetzt irgendwie waren. Was wir vielleicht hier hinten machen sollten, damit das halt nicht mehr vorkommt. Dass wir hier noch so eine Art Mini-Wall ranziehen, der halt dafür sorgt, dass hier dieses Gebiet nicht noch weiter geflutet wird. So. So, jetzt kann man ja hier nochmal an einigen Stellen das runter machen. Ja. Also hier reicht es auf jeden Fall erstmal. Können hier irgendein Beweisobjekt hinstellen, ob das wächst oder ob es nicht wächst. Zum Beispiel halt immer diese Kirschbäumchen. Sieht man ja eigentlich, ob hier das Wasser dann steigt oder nicht steigt. Aber es fließt hier ganz schön viel Wasser rein. Ne? Also wenn die Kirschbäume unter Wasser sind, sehen wir, dass das hier halt noch weiter anwächst, das Wasser war. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Und hier hinten fahren auch keine Autos lang. Das Kreuz ist angeschlossen. Hey, wir machen 10.000 nachts minus. Okay, das ist ziemlich uncool. So, haben wir hier oben irgendwo eine U-Bahn-Station, die wir hier noch nicht angeschlossen haben. Nein, wir haben hier überhaupt noch keine. Das ist noch besser. Können wir nämlich das einfach so machen, dass wir jetzt hier nach hier unten eine Bahnlinie legen, wo wir dann hier einfach nochmal auf dem zweiten Gleis
dafür sorgen, dass hier Leute zwischen den hin und her pendeln. Das ist natürlich auch so ein Vorteil, dass wir halt dann einfach nur dafür sorgen, dass die Fahrzeuge oder dass Leute in den Fahrzeugen nicht unbedingt hier bis zum Ende stehen und dann warten, bis es hier voll ist. Steht hier noch eine Bahn drin oder steht hier schon wieder eine drin? Steht schon wieder eine drin. Welche Linie ist denn das? Modify Line. Neuen Vehikel. Reduzieren wir mal auf 6. Vielleicht geht es dann ja einfacher, dass hier die Fahrzeuge nicht mehr so stehen bleiben. Dass man halt so einfach den Ablauf fortfahren lässt. Natürlich hier mit den Trams ist das auch ein bisschen. Ah nee, die fährt einfach nur zurück. Okay, ich habe nichts gesagt. Dass man halt hier diesen Pendelkopf baut. Bis zum geht nicht mehr. Mir fällt gerade auf, wir haben hier überhaupt die zweite U-Bahn-Linie gar nicht angeschlossen, so richtig. Ist ja schlimm. Achso, das ist normale Eisenbahn. Ich dachte mir gerade, was ist denn das für eine Bahnstrecke hier unten durch? Aber das ist ja auch nicht schlecht. So. Wir brauchen immer noch mehr Wohngebiet. Eigentlich haben sie doch hier noch so ein bisschen auszubauen. Dann machen wir das erstmal hier noch so einen Tucken weiter. Genau, 23 warten da. Dann sollten wir hier jetzt auch bald sehen. Ey, die U-Bahn fährt theoretisch gesehen viel schneller. Wir fahren mit der. Genau, außerdem kann man von hier aus dann halt noch in die Gebiete, wo wir noch keine U-Bahn haben, also fast eigentlich hier überall, in dem Bereich hier oben auf jeden Fall, U-Bahn fahren lassen. Hier unten hatten wir, glaube ich, auch nur zwei Linien. Ne, eine einzige Linie hierher. Okay, das ist krass. Da sollten wir, glaube ich, nochmal ein bisschen nachhelfen. Und hier hinten sollten wir auch nochmal ein bisschen nachhelfen, indem wir zum Beispiel einige Gebiete komplett plätten und sagen, okay, hier ziehen halt Wohnen, werden halt Häuser gebaut und dann hat sich das hier mit euch erledigt. Ihr müsst halt zusehen, wo der Pfeffer wächst. Das kann man halt hier mit einigen Gebieten machen, ne? Es kommt halt davon, dass ich immer auf diese Bedürfnisse eingegangen bin von den einzelnen von den einzelnen Gebieten und dann einfach immer massenhaft gebaut habe und dann halt dieser Wirtschaftskollaps kommt nach einer bestimmten Zeit und den müssen wir jetzt halt überstehen. Somit ist es eigentlich auch nicht so schlimm, weil jetzt verdichten sich halt die Gewerbegebiete wieder normal, da ich ja einige gekürzt habe. Einige stehen halt hier, einige da. Und dann sollte sich das auch langsam anpassen hier. So. Reißen wir den Teil hier einfach nochmal mit weg. Dann kommt halt hier auch Wohngebiet rein und dann hat sich das Ganze hier auch geklärt. So. Dann befüllen nämlich die Nachfragenden für das Gewerbegebiet und wir behalten einfach die normalen Wohngebiete bei und sehen, okay, das läuft alles und dann passt sich das. Wieso fahren denn hier so viele Schiffe mit so einzelnen Kleinladungen? Es könnte doch einfach welche geben, die einfach genauso viel fahren, dass ein Schiff für 30 kleine reichen könnte. Oder theoretisch gesehen reichen könnte. Okay. Schiff, du bist leider zu groß für den Hafen. Das ist leider ein bisschen blöd. Dass das ja gerade nicht passt. Vor allem jedes Mal wieder hier rein, ne? Es ist witzig, aber wir haben, glaube ich, die Brücke schon einmal erhöht. Und nochmal will ich das nicht tun, weil es einfach reicht. Von daher sollte das dann auch mit der Zeit halt mit wachsen irgendwann, dass wir hier zum Beispiel nochmal einen ausbauen.
10. Okay, reicht nicht. Bauen wir noch einen Token aus. Und das sollte halt die ganze Zeit so weitergehen. So, einfach hier nochmal das Wohngebiet erweitern. Einige werden jetzt sagen, ey, wir haben noch genügend. Ja, ich weiß. So, dann kann man das ja jetzt hier auch so langsam mal hier einbauen, das Gebiet, dass es halt hier Wohngebiet werden soll, dass es halt sich jetzt hier auch schon mal langsam verdichtet. Damit man dann sieht, ey, schau es dir an, wir haben hier genügend Nachfragen für alles Mögliche. Genau. Das passt, hier fahren auch die Leute. 130 in der letzten Woche. Okay, geht. Auf jeden. Ach ja, hier geht das ja nicht mit Uhren, ne? Genau, hier unten sehen wir halt, was die Linie jetzt macht. Die Haltestellen gehen aber so gesehen ganz gut. Haben halt drei U-Bahnen jetzt hier ständig den Verkehr abnehmen. Das ist super. Also besser könnte es echt nicht laufen, ne? Was ist in Linie 1 hier für eine? Und in welche Richtung geht denn Linie 1? Muss ich ja so fragen. Anhalten. Ist das Linie 1? Ne, Linie 6. Das Linie 1? Ne, das Linie 7. Also Stopp 1. Was ist denn das hier? Was ist denn hier Stopp 1 für eine? Ich meine, das ist hier diese Querverbindung, ne? Ja, hier sieht man, dass da zu viele Leute mitfahren. Gefühlt. Eine Metro war dafür aber auch viel zu wenig, muss man ganz echt sagen. Da muss man auch schon ein paar Metros mehr fahren lassen, damit es halt gut geht. Vielleicht nehmen wir dann nochmal eine runter. Gleich. Obwohl, jetzt sollte sich das eigentlich einpendeln, ne? Man sieht, okay, es sind wenige geworden, das ist schön. Ja, wir müssen eine nochmal runternehmen. Das ist eine zu viel. Weil die fahren sich hier unten alle hinterher. Und staunen sich dann da. Drei sind okay. Genau, jetzt sieht man hier nämlich auch, dass das so geht. Und es hier auch wieder fast null ist auf den Bahngleisen, ne? Das ist ganz gut, dass das halt jetzt hier so ein angenehmes Plätzchen geworden ist. Und wir machen wieder auch ein bisschen Geld. Und hier oben haben wir fast kaum Arbeitssuchende. Das ist auch schön. Genau, hier fahren sie sogar auf beide Gleise die Züge. Besser kann es eigentlich gar nicht gehen, ne? Natürlich, wenn die hier oben auch noch den Bahnhof zum Beispiel richtig anfahren würden, was ja nur ab und an gemacht wird. Obwohl es hier gerade genau passiert, was ich gesagt habe. Dass der halt hier angefahren wurde. War halt auch nur so mit Mini-Frachten, ne? Vielleicht müssen wir da auch nochmal nachhelfen, dass das halt ein bisschen mehr wird. Aber sonst geht das mittlerweile eigentlich. Jetzt kommt natürlich erstmal der Nachtumschwung. Wir werden wahrscheinlich ins Minus gehen für die Nacht. Also anfangs. Genau. Ich hoffe, dass wir halt auch da wieder positiv rauskommen werden. In der Nacht. Nee. 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 Hallo. Ich brauche Geld. Kommt da noch irgendwas zusammen? Alter Finne, wie berechnet denn sich gerade unser Minus? Falsch. Da. Wo sind wir denn hier mit Ausgaben? Was wächst denn hier gerade so stetig an? Okay, das hier, das sind... Ach, einfach nur die Policies. Geil. Okay, aber wir kommen jetzt wieder raus. Das ist ganz gut. Das heißt, wir haben immer so in dieser Nachtübergangsphase diesen
so ein Minusbereich, das ist ganz gut zu wissen. Aber man sieht ja auch, okay, wir machen noch Geld, also da ist es halt auch noch nicht so schlimm, ne? So, machen wir das halt jetzt auch noch hier. Ein Tucken weiter. Das wir hier auch sehen. Es geht und fertig. So. Jawohl. Das ist wunderbar. Genau, das läuft. Das ist auch okay. Hier fahren die Züge auch noch überall rein. Genau. Aber ich würde sagen, das war es dann auch wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder vorbeischaut. Morgen um 12 Uhr. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein. Bis dann und ciao.